Morgen, Freunde. Total früher Morgen noch. Schaut mal, ganz neblig alles. Und da oben kommt demnächst, denke ich mal, die Sonne raus. Wenn die ersten Wölkchen weg sind. Ihr seht's. Ja, und wir haben heute interessanterweise einen neuen Acker. Den habe ich zwar schon ewig lang, habe aber immer versäumt drauf zu sondeln. Und ich bin deswegen extra gestern nochmal zum Landwirt gegangen und habe mich erkundigt, ob ich da sondeln darf. Und er hat es mir bestätigt. Und deswegen neuer Sondelgrund, aber wie gesagt, ein Acker und da weiß man ja nie, was kommt. Auf alle Fälle freue ich mich. Das Wetter ist heute durchwachsen. Ihr habt es eben gesehen, etwas neblig, paar Wolken, 15 Grad, aber es wird sicherlich noch wärmer werden. Ich bin guter Hoffnung. Ich freue mich auf diesen Sondelgang, weil es eben unberührter Boden ist. Unberührter Boden insofern, dass ich da noch nicht gesondelt habe. Und schauen wir mal, Freunde, was da auf uns zukommt. Bis gleich. Ja, Freunde, und jetzt sind wir da und das ist der Acker hier. Und ich bin sehr gespannt, ob was geht und wenn was geht, was geht. Interessant hier, dieser Acker befindet sich auf einem Bergaufgang. Rechts davon ist ein alter Weg, der den Berg hinaufging. Und vielleicht haben sich da auch einige Leute auf den Acker verlaufen. Müssen wir schauen. Ich bin gespannt, was kommt. Ja, Freunde, und hier haben wir den ersten Fund. Etwas Rundes aber, oder fast Rundes. Aber es handelt sich nicht um eine Münze, sondern ja, ich würde sagen, ein Stückchen Blei. Blei bleibt mir gerade treu, komisch. Nun gut, der erste Fund, ein Stückchen Blei. Ein Stück Altmetall. Und ein kleiner Sprung auf die nahegelegene Wiese. Kann ja nicht schaden. Und da haben wir Schrottibotti. Eine Halterung. Ja, eine Halterung von einem Schrank. Ich würde sagen, von einem Küchenschrank. Zumindest kenne ich daher diese kleinen Metallplatten, die dann zwischen Küchenschrank und Wand befestigt werden. Ja, Schrott. Und da muss der Fund drin sein. War ein super 60er Signal. Man hört Pinny brüllen. Aber wo? Boah, der Boden ist so trocken. Leute, unglaublich. Ich habe mir heute extra einen Hammer mitgenommen. Um eventuell Erdklumpen aufzuhämmern, falls sich ein Fund drin befindet, falls er zu hart ist. Oh Gott, na dann, prima. Oje. Ja, sehr toll. Ein Deckel von einer Kaffeesahne von Glücksklee. Super, aber ist die Wiese schon wieder ein Stück sauberer. Hier haben wir etwas Verbogenes gefunden, sieht fast aus wie ein Fragezeichen. Allerdings handelt es sich in diesem Fall auch wieder nur um Schrott. Ein Zeltplanring. Und wieder Alteisen, aber um was handelt es sich genau? Schwer zu sagen. Ein Deckel, glaube ich. Da steht auch was drauf. Mal sehen, ob ich es entziffern kann. Bleibt. Oh je, auf. Ach, kein Schimmer, keine Ahnung. Bleibt. Zweirad. Ach, Zweirad. Ach, das war wohl mal eine Klingel. Schätzungsweise eine alte Klingel, die ist sogar verziert. Schaut, die ist so geriffelt oben. Ja, Freunde, es handelt sich ganz sicher um eine Fahrradklingel. Schaut, jetzt habe ich den Dreck innen rausgemacht und da ist dieser kleine Knopf oder dieser kleine Nippel.
mit Gewinde in Woran die Glocke bzw. hier die Klingelschale aufgeschraubt wurde. Ein Nachel, ein Bottletop, ein Flaschenverschluss im edlen Silber heute. Und noch einer in Weiß. Und noch einer. Und nochmal einer. Aluscheiß. Und ein Stimmplättchenfragment einer Mundharmonika. Hier haben wir den ersten Oberflächenfund. Und ich dachte zuerst, es würde sich um eine Musketenkugel handeln. Aber das ist es wahrscheinlich nicht. Denn ich glaube nicht, dass es sich hier um den Gießkanal handelt, was man sieht. Ich glaube eher, dass es da Eisen, dass es sich um Eisen handelt, denn es rostet. Also war da irgendein Stift aus Eisen drin. Keine Ahnung, was das für ein Teil ist. Aber sicherlich von Menschenhand gefertigt. Ich nehme es natürlich mit, ist klar. Die Reste einer Bierdose. Nochmal Dosenschrott. Ein Stück Kupferblech. Mal ganz ehrlich, dieser Acker ist tot, muss ich sagen. Bis auf diese eine Kugel mit dem kleinen Metallstift hatten wir noch nichts gefunden. Also ich weiß gar nicht, was los ist. Ich werde jetzt hier noch ein paar Mal auf und ab marschieren und dann gucken, dass ich irgendwie vielleicht auf die anliegende Wiese gehe noch. Oder auf dem Acker dahinter, mal gucken, sporadisch, um zu gucken, ob da überhaupt was zu finden ist, außer Müll. Denn mehr haben wir bis jetzt nicht gefunden. Ja, Freunde, und hier handelt es sich quasi auch fast um einen Oberflächenfund. Hier liegt er drin. Sieht aus wie eine Münze. Oh, und ist eine Münze. Und ich habe schon gesehen, es ist eine Mark. Eine deutsche Mark. Wie nett. Bundesrepublik Deutschland von kann man nicht sehen. Nein, Mensch, genial, es ist ein 2-Mark-Stück. Ah, das ist ja toll mit diesen Traubenranken drauf. Die findet man relativ selten. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ein 2-Mark-Stück, Mensch. Klasse, hey. Ja, da freut sich der Bub schon wieder. Zeige ich euch gleich nach dem Saubermachen. Super. Ja, das kann man bei diesem Acker sagen. Aua, aua. Da ist tote Hose. Und hier sind sogar die Flaschendeckel mit Aua, Aua gekennzeichnet. Und auch hier ein Oberflächenfund und auch hier handelt es sich um eine Münze, aber wahrscheinlich oder ziemlich sicher ein Zinker. Da ist absolut nichts mehr zu erkennen. Ja, der ist so fertig wie der Acker. Aua, Aua, kann ich nur sagen. Nun gut, was soll's, wir machen weiter. Ein zerborstenes Kettenglied und Staniolpapier. Tja, Freunde, hier ist jetzt der Acker und da bin ich jetzt rübergelaufen, kreuz und quer, aber da ist einfach nichts zu finden, außer Müll und auch das nur sehr wenig. Und jetzt werde ich mal versuchen, hier noch ein bisschen zu hatschen, hier ein bisschen zu laufen. Wenngleich das nicht ganz einfach sein wird, wegen der Stoppeln in der Mitte und dem Grünzeug. Egal, wir müssen es versuchen. Ich habe noch ein bisschen Zeit und so viele schöne Funde haben wir ja nicht gemacht, bis auf diese eine Mark. Und jetzt will ich mal da schauen, ob wir da vielleicht noch was finden. Ansonsten ist es wieder mal ein Sondelgang. Ja, eigentlich ein ganz normaler Sondelgang. Denn die tollen Funde findet man nicht laufend und überall. Egal, jetzt machen wir da noch ein bisschen rum. Ja, und auf dem anderen Acker tut sich genauso wenig oder genauso viel, wie man will. Hier ein Fragment eines Hufeisens. Ein handgeschmiedeter Nagel.
Was habe ich eben gefunden? Eine Maske dort, eine Musketenkugel. Sehr, sehr schön, prima. Freue ich mich sehr drüber. Als Abschlussfund eine Musketenkugel. Ist doch klasse. Ja, Freunde, und jetzt bin ich auf dem Grünstreifen zwischen Wald und Acker. Da ist dieser zweite Acker hier. Ich bin jetzt aber hier mal auf den Grünstreifen gegangen, weil der Acker auch nichts bringt. Ja, und da haben wir ein schönes Signal gehabt. Wo ist es denn da? Und da sitzt es drin und es sieht aus wie eine Münze. Ah. Tja, so kann man sich täuschen. Sehr schade. Wieder mal ein Eternitnagel. Und hier ist das nächste Signal, ein 72er Signal. Und das war ziemlich klar. Na, wollen wir mal gucken. Aha. Da muss es drin sein. Eie, schaut her. Ja, warum sollte es auch anders sein? Ach, auch auf dieser Wiese hier wieder mal ein Flaschenverschluss, ein Bottletop in Orange. Das wird wohl heute der Bottletop-Tag. Und hier haben wir ein Bruchstück gefunden aus Bronze. Aber was das jetzt genau ist, kein Schimmer. Könnte von der Glocke stammen, durchaus möglich. Naja, ein kleines Bruchstück von irgendwas. Eine Jägerdublone. Der Wind frischt auf, aber dafür haben wir wieder einen Fund gemacht. Und zwar liegt er da und ich glaube mal wieder ein Vogelring. Eieiei. Ja, es ist ein Vogelring, aber ein sehr alter, glaube ich. Eventuell 1905, aber das kann ich mir jetzt gar nicht denken. Naja, schauen wir mal. Vielleicht finde ich noch was raus nach dem Saubermachen. Ein Vogelring! Und da ist der nächste Fund drin. Da könnt ihr sehen, da fällt er raus. Aber was ist das? Oh. Ich glaube, ein Heiligenanhänger. Ja, ich denke, es handelt sich ganz sicher um einen Heiligenanhänger. Aus Aluminium, denke ich. Nun gut, schauen wir mal nach dem Saubermachen. Klein und mein. Da steht auch was drauf. Naja, sehen wir sicherlich nach dem Saubermachen. Prima, Menschen, Heiligenanhänger finde ich doch auch so selten. Und da sitzt da drin ein kleiner Knopf, beziehungsweise das Fragment davon. Ja, ist nicht mehr viel zu sehen, nicht mehr viel zu holen. Ziemlich runtergeritten der Knopf, aber immerhin. Ich halte es nicht aus im Kopf. Ein alter Knopf. Eine winzig kleine Unterlegscheibe. Gnadenlos. Schaut, hier findet ihr den Abdruck. Ich denke mal von einer Jägerdublone. Und hier steckt sie im Aushub. Da ist sie drin. Ja, wie ich gesagt habe, eine Jägerdublone. Nein! Komplett falsch, bin ich ein Dödel. Boah, wie schön, es ist ein Doppelknopf. Von wegen. Boden einer Schrotpatrone, denkste, Pustekuchen. Boah, klasse, hey. Ein Doppelknopf,
sehr schön mit kleinen Muster, mit kleinem Ringmuster. Habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gefunden. Ja, ein Doppelknopf, klasse. Also da muss er drin sein, der Fund. Da, da ist es schon, glaube ich. Da haben wir schon. Aje. Das ist wieder typisch, kaum macht man Live-Dick. Schon ist es Schrott. Und in dem Fall irgendwelche Blechfitzelchen. Schade. Schaut her, liebe Freunde. Durch die Hitze der vergangenen Tage und Wochen fing das Harz an, sich flüssig zu werden. Und so lief es dann die Zapfen herab. So sieht das aus. Aber mittlerweile ist die große Hitze vergangen. Und langsam kann man auch wieder raus. Deswegen sind wir beim Sonnen. Eine kleine Patronenhülse. Ja, und hier ist der nächste Fund. Und es handelt sich offensichtlich um eine Münze. Da steckt sie drin. Schaut, da haben wir sie. Und was haben wir? Ein, zwei Pfennigstück, soweit ich das sehe. Aber, ah doch, aus dem Nazi-Deutschland, schaut, da sieht man das Hakenkreuz. Wir haben hier zwei Pfennig aus der Nazi-Zeit in einem sogar noch sehr gut vorhandenen Zustand. Ja, im Loch ist der Fund nicht, aber im Aushub sehe ich etwas und da steckt es und das wird es auch sein. Und ich schätze mal, dass es sich wieder um ein sehr schönes, großes Fragment einer Schnalle handelt. Schade, dass es nur ein Fragment ist, aber toll, tolles Stück, Bronze, großes Fundstück, nett. Ja, hier auf der Wiese geht ein bisschen was, ohne das, ohne die Wiese hier hätten wir ja fast Nullinger, da hätten wir ja fast nur das 2-Mark-Stück gefunden vorhin. Also bin ich froh, dass ich hier nochmal gegangen bin und geguckt habe. Ah, Freunde, ja und hier unter einer Wurzel wieder mal gut gegraben, um was zu finden. Nein, nicht diesen Regenwurm, der jetzt gerade Reis ausnimmt, sondern dieses Stück, ein Stückchen Kupferblech, welches ja geriffelt ist, bearbeitet ist, aber in dem Fall leider nur Schrott. Und schon wieder in Silber. Und als Scheiße. Hier auf der Wiese. Was habe ich entdeckt? Ich habe fast ein Herzkasper gekriegt, als das Ding weggesprungen ist. Schaut. Ja, einen Frosch. Latscht hier einfach über die Wiese, die ich besondel. Und erschrickt mich, dass ich fast Herzstillstand habe. Ja, da ist er hier. Der kleine Kamerad und weiß nicht, wie ihm geschieht. Naja, dann lassen wir ihn mal seiner Wege ziehen. Eine Unterlegscheibe vom Allerfeinsten. Ja, und jetzt ist der Augenblick günstig, um einfach mal meine Landwirte ganz, ganz herzlich zu grüßen und mich fett zu bedanken für die Möglichkeit, auf deren Ländereien zu sondeln, in Wäldern und auf Ackern und auf Wiesen. Das ist eine tolle Sache. Wie gesagt, darüber bin ich sehr, sehr glücklich und bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Landwirten. Euch alles Gute und lasst krachen. Ja, Freunde, ihr hört's. Gerade ist mir
Der Auspuff verreckt. Mein Gott, wie ein Sechszylinder hört sich jetzt die Mühle an. Naja, was soll's. Ist natürlich jetzt blöde, kostet wieder. Aber gut, so, der Sonnengang ist vorbei, ihr Lieben. Wir haben ja dann zum Schluss doch noch einiges gefunden auf dieser Wiese am zwischen Wald und Acker. Glücklicherweise, weil sonst wäre es wirklich fast ein Nullinger geworden. Ja gut, das 2-Mark-Stück, das eine hätten wir dann hier auf dem Acker gefunden. Und das wäre es dann gewesen. Ein bisschen wenig, also auf den Acker gehe ich auf keinen Fall mehr. Das ist mir dann doch zu wenig Ausbeute. Junge, Junge, ist es laut. Ja, Freunde, langer Rede, kurzer Sinn. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich werde das Video bearbeiten. Das heißt, vorher werde ich mich erstmal ausruhen. Ja, Leute, das war's. Ich wünsche euch alles Gute. Eine schöne kommende Woche, wie immer. Den Sonnenland schöne Funde und schönes Wetter und den Zusehern viel Spaß mit den Videos. Nicht nur mit meinem, auch mit den Videos der anderen. Schaut sie euch ruhig an. Dankbar bin ich für einen Daumen nach oben, wie immer eigentlich. Und vielleicht, wer es noch nicht hat, ein Abo. Ja, Freunde, das war's. Haut rein, lasst's krachen. Bis demnächst. Euer Sonnenland. Ich düse jetzt mal weiter und lass krachen. Tschüss. Ciao.